vollendet. Sie malt schon seit Ewigkeiten. Inatut hat dir die Wahrheit gesagt. Das ist die Kopfbedeckung des Ermordeten. Du findest in einer Schlucht nordwestlich von hier noch mehr, auch die Leichname der Mörder. Das Exil erfüllte trotzdem seinen Zweck. Er war unseres Verdachts schuldig. Das Schicksal fiel wie Schnee. Und falls Inatut zurückkehrt, wird er freigesprochen. Das ist nicht dein Ernst. Er spricht für den Verak, meine Nora-Freundin. Du siehst lächerlich aus. Wenn du zu meinem Verak zurückkehrst, verhältst du dich wie ein Banuk. Wie verhält sich ein Banuk, mein Häuptling? Wie ich? Ein Urteil akzeptieren für eine Tat, die er nicht begangen hat? Oder wie die anderen, die kaltblütig für Verbrechen töteten, die ihre Kaja-Opfer nicht begangen haben? Ich denke, was ich trage, macht mich nicht mehr und nicht weniger zu einem Banuk. Zu seinem eigenen Besten wäre es für ihn klug, weniger zu denken, Nora-Freundin. Ich spreche mit ihm. Aber nicht für dich. Weniger denken, natürlich. Immer ganz schlecht. Ich widersprach dem Willen meines Häuptlings, verschmähte den Verak. Wie fühlst du dich? Wie nach einem Schlag in den Magen. Ich könnte einfach weitergehen. Aber wenn meine Wut verfliegt, bleibt mir nur noch nichts. Wo sonst soll ich hin? Die Rüstung gefällt mir. Falls du bleiben willst, dann zu deinen Bedingungen. Das klingt nach Politik. Ich hab's nicht so mit Politik. Eher eine Kampfstrategie. Du hast das Exil überlebt. Passiert bestimmt nicht oft. Bis jetzt nur in Legenden. Du hast deinen Platz verdient, Inatut. Lass sie um dich kämpfen. Nach all meinen Kämpfen bezwang ich zum ersten Mal den Tod. Ich gelobe, es war nicht mein letzter. Und mein Lied soll wachsen. Du wirst es hören. Und du, Nora-Mädchen, nimmst du mein Geschenk an? Ein bisschen mickrig im Vergleich zu deiner großen Gabe, aber... Ich bin geehrt. Danke, Inatut. Ich mag seine Rüstung. Seine Rüstung ist cool. Was haben wir hier? Ein Blauglanz. Mal schauen, ob wir uns noch was leisten können. Etwas Interessantes. Eine zweite Rüstung vielleicht. Nee. 12. Geht sich genau nicht aus. Die lächerliche oder die bauchfreie im Winter. Ganz tough dann. Schleuder, Fallen, Tränke. Okay. Nee, passt. Es geht weiter zur Hauptmission. In Kürze. Ich kann gar nicht so weit teleportieren. Rennen wir? Nee. Es wird teleportiert. Bremsen. Tschüss, du auch. Tschüss, du auch. Oh! Wo ist der Turm? Ich sehe gar nichts. Ich sehe den Typen. Wer bist du? Okay. Never mind. Ich schätze, das ist einfach das Ende vom... Oh, mehrere Quests. Osseram und ihr lächerliches Frauenbild. Wie viele großartige Krieger haben sie schon ignoriert, wenn ich Lust hätte... Ich habe von dir gehört. In jeder Strophe deines Liedes geht es um einen unmöglichen Sieg. Das Echo ertönt im ganzen Schnitt. Man sollte nicht allem Glauben schenken. Das weiß ich. Mein Lied erschallte früher in Ban-Ur. Umnak, Jäger von legendären Maschinen. Darum bin ich hier. Für noch eine. Man nennt sie die Mörderklaue. Zumindest als ich jünger war. Ihr Tod wäre ein gutes Ende für mein Lied. Ich konnte früher ohne Schlaf von Ban-Ur bis in den Schnitt reisen. Aber diesmal bin ich müde, Jägerin. Doch du, stärker als Aratak, mit deinem eigenen Verak.
Wenn auch nur die Hälfte deines Liedes stimmt, bist du die Einzige, der ich diese Jagd anvertraue. Ich soll für dich jagen gehen? Nicht nur für mich, nein. Für einen alten Freund. Ich soll an deiner Stelle jagen. Ist das so eine Art Banuk-Brauch? Sollte es vielleicht. Aber nein. Wir überleben und siegen, bis wir an beidem scheitern. Ich gebe zu, das ist nicht leicht für mich. Für jede andere Maschine würde ich einfach sterben. Als Banuk-Jäger bei der Jagd. Doch die Klaue hat zu viele Leben gefordert. Mich wegen ihr in den Tod zu stürzen, bewirkt rein gar nichts. Lieber in einer Welt ohne Klaue leben, als zu sterben, während sie noch immer Leben auslöscht. Du scheinst ziemlich bekannt zu sein. Ein Banuk bringt seinen Körper an seine Grenzen. Und meine Grenzen waren hoch. Maschinen mussten erlegt werden und in meiner Jugend erkannte ich mein Talent dafür. Selbst jetzt ist mein Name noch so bekannt, dass der Verak zu mir kam. Wegen der Mörderklaue. Glaubst du immer noch genauso an dich, wie es dein Verak zu tun scheint? Früher einmal. Bevor der Bogen in meiner Hand zitterte. Erst da sah ich zum ersten Mal die Flecken auf meinen Händen. Wie seltsam es doch ist, alt zu sein. Man blickt auf solch einen langen Weg zurück. Doch vor einem ist nichts als eine Wand. Diese Maschine, die Mörderklaue. Warum den Weg zum Schnittreisen, um sie zu jagen? Manchmal haben die Lieder Refrains, in denen ein Moment wiederkehrt. Es schien passend. Du hast sie schon mal gejagt. Das muss 20 Winter her sein. Wir waren so nah dran, die Klaue zu besiegen. Wir waren näher dran als je zuvor. Wir? Ich und mein Freund. Er war damals ein Häuptling meines Veraks, ein guter Jäger. Alle paar Jahre tauchte die Klaue an einem neuen Ort auf. Ich kannte zwei Häuptlinge, die sie ins Grab gebracht hat. Mein Freund wurde der dritte. Diese Jagd. Ich hoffte, sie für ihn zu beenden. Das scheint dir wirklich wichtig zu sein, Umnak. Willst du wirklich, dass jemand anders die Maschine erlegt? Ich bin der Mörderklaue nicht mehr gewachsen, sofern ich es je war. Stelle ich mich ihr, tötet sie mich. Daran besteht kein Zweifel. Das Banuk-Blut in mir lechzt danach, es selbst mit der Klaue aufzunehmen. Aber sie muss erledigt werden. Und Tote vollbringen wenig. Na gut, Umnak. Ich tue, was ich kann. Du kannst zweifelsfrei eine Menge tun. Es heißt, die Mörderklaue kehre nur einmal alle 6 Winter zurück. Ich habe gehört, sie soll am nordöstlichen Rand des Schnitts zu finden sein. Gute Jagd. Denk dran, des verrückten Sonnenkönigs Grausamkeit hat ihn überlebt. Selbst wenn wir Meridian trauen können, Sonnenfall steht noch. Bleib uns aus dem Weg, Fremde. Du bist Ella, stimmt's? Mein Paps, Burgrend meine ich, sagte, du kämest, um mich zu sehen. Baga, freut mich. Hey, dein Speer macht echt was her. Hast du bearbeitet, stimmt's? 1-2 Sachen verändert. Du kennst dich aus mit Waffen. Ich wünschte, diese Banuk sehen das. Ich könnte nicht mal einem Grauhabichtschrott andrehen. Alle wollen nur öde Bögen und Speere. Aber ich mag das Ungewöhnliche. Und sowas haben die Banuk. Zum Beispiel der Speer von Aratak. Ein Eisdorn. Oh, oder die Waffe von Urea. Wenn ich nur in so einer rumstochern könnte, um die Blitze an den Fingern zu spüren. Oder überhaupt in irgendwas, wenigstens. Mein letzter Auftrag war vor 1 Monat. Eine Waffe, die Feuer spuckt. Das lief nicht so gut. Eine Waffe, die Feuer spuckt, hm? Wie die hier? Ich habe sie von einem Osaram-Banditen. Kannst du damit was anfangen? Du hast mein Schmiedefeuer? Wenn du Urkut und seine Jungs dafür erledigt hast, gehört sie jetzt dir. Und wenn du es erstmal fertigstellst? Mach es. Mach sie. So, wie sie sein sollte. Das wollte ich hören. Ich brauche eine Brühlrückenschnauze. Ganz egal von welchem. Schaffst du das alleine? Ich krieg das schon hin.
Also, mal angenommen, du kennst jemanden, der so eine Waffe besitzt. Dein Ernst? Schau sie dir an. Natürlich. Also die Spulen erzeugen den Funken. Die Energiequelle ist nicht einmal verschraubt. Im Ernst, sie ist wunderschön. Aber auch wunderschön lässt sich noch steigern. Wir brauchen eine Sturmvogelkralle. Blitze fließen nur so darüber hinweg. Und ich weiß auch woher. Komm mit mir mit, dann mache ich die Waffe zu deiner besten Freundin. Zweitbesten. Nein. Ich habe einen Eisdorn. Genau wie Aratak. Willst du mal sehen? Im Ernst jetzt? Ja, ja, furchtbar gern. Okay. Klarer Baufehler. Wenn ich die ersetze... Ja, das sollte... Gut, ob du es glaubst oder nicht, sie erfüllt erst höchstens ihr halbes Potenzial. Warum denn sie? Oh, Pap sagt, alle Waffen sind weiblich. Er merkt gar nicht, dass das ein Kompliment ist. Folgendes. Wenn wir das Gebiss eines Donnerkiefers hätten, würde sie wirklich fantastisch laufen. Und ich weiß, wo einer ist, wenn du mit mir jagen willst. Will ich nicht. Will ich nicht. Dieses Schmiedefeuer von dir. Was brauchst du noch dafür? Wie gesagt, eine Brüllrückenschnauze reicht. Eine Kleinigkeit. Kannst du das wirklich reparieren? Na klar. Vermutlich. Mit der Sturmvogelkralle. Was brauchst du nochmal für die Reparatur? Das Gebiss des Donnerkiefers reicht aus. Also, wir brauchen Sturmvogel und Donnerkiefer-Teil? Stimmt. Ist aber ein ganzes Stück entfernt. Wir können im Taltreff einen Sturmvogel finden und einen Sturmvogel bei Freihalde. Wir treffen uns dann vor Ort. Das wird lustig. Okay. Ich wünsche dir alles Gute. Das können wir alle brauchen. Es wird nicht lustig. Nein, nein, ich habe das schon gemacht. Das ist zu viel Reisen. Viel zu viel Reisen. Hier war der Sturm. Gekonnt ignoriert. So, wo ist die Kralle? Wo ist sie? Irgendwo war da eine Kralle. Das schaut nach der Kralle aus. Die Mörderkralle. Ich muss hier hin. Ja, wir werden Mörderkralle erlegen. Das klingt nach dem ersten Plan, den interessantesten. Bis gleich. Und wir sind auf dem Weg zum Mörderklaue. Ich weiß gar nicht mal, was das war für ein Teil. Klingt nicht, dass es, als ob es Spaß machen wird, der Fight. Überhaupt, das ist ein ziemlich eigener Weg. Ich muss klettern. Oh je. Oh, es ist hoffentlich kein Sturmvogel. Das klingt ja nach einem riesen T-Rex-Dinosaurier. Keine Ahnung, wie die geheißen haben. Donnerkiefer. Danach klingt's. Da schaue ich rauf. Yep. Oh. Zur Absicherung. War das Heilung? Dringend nötig jetzt. Für den Bosskampf, der schon kommen wird. Wo sind die guten Tränke? Okay. Zeit, dass ich den richtigen Bogen auswähle. Waffen. Diesen. Oh, können wir den ablegen? Hier. Ah, ich treffe nicht. Letzter. Mess. Das wird fett Schaden machen. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. So ein Wächterfight. Ich krieg mir meinen Arsch von Wächtern versohlt. Der ist down.
Der ist down. Und du bist down. Na, der hat überlebt. So, jetzt da. Hier gibt es nichts zu sehen. Oh. So, das. Irgendwas Fettes habe ich gehört. Ist das die Metallklaue? Oh je. Yeah. Wir werden jetzt sehen, was ich genau brauche für sie. Muni sollte nun mal genug da sein. Sie geben mir ein Lagerfeuer. Das heißt, das wird ein easy Fight. Fand des Schnitz. Umnag sagte, hier fände ich die Mörderklaue. Ich höre sie schon. Oh, bitte kein Sturmvogel, bitte kein Sturmvogel. Ich glaube, Donnerkiefer waren nicht leichter. Oh je. Okay. Oh wow. Das wird noch schwerer als gedacht. Wir haben hier einen Doom und wahrscheinlich einen Bossfight nebenbei. Da bist du. Oh nein. Oh nein. Ich hasse es. Ich weiß gar nicht mal, was ich gegen die machen soll. Das wird auf jeden Fall nicht helfen. Ich glaube, Highground suchen war das Einzige. Ob ich das machen kann? Ich probiere es einfach mal. Nein, kann ich nicht. Ah, ich brauche den richtigen Bogen dafür. Okay. Nein, nicht die Waffen. Weg mit dir. Ja, mit dir. Habe ich die fesseln müssen? Wow. Okay, das Teil. Oh je, oh je. Ich hasse die Dinger. Die Schüsse sind wie immer. Okay, okay. Die Impulse müssen aufhören. No shit. Ich schieße gerade eine Rüstung ab. Ich weiß nicht, ob ich das Ding irgendwie weglocken kann. Okay, ich bin total fokussiert. Letzter Schuss. Komm schon, mach ein bisschen Feuerschaden da. Bisschen Feuerschaden doch. Bisschen Feuerschaden vielleicht. Schaut nicht so aus, als würde ich irgendeinen Feuerschaden reinkriegen. Rolling, 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 rolling. Und ich kriegt wieder eine Heilung. Ihn überbrücken. Ja, als ob das so leicht wäre. Irgendwann wird er brennen. Dann geht's ab.
Dann geht's ab, wenn er brennt. Feuer! Keine Crit-Shots. Ich werde ihn einfach niedergrenadieren jetzt. Niedergrenadieren. Weiter. Ich mach guten Schaden. Oh, er macht auch guten Schaden. Hab ich sie? Yay! Die Mörderklaue. Umnak hatte recht damit, dass du zäh bist. Oh. Das ist keine Heilung. Oh je, yeah. Das hat viel gekostet. Extrem viel Leben. Puh. Irgendwas Interessantes hier oben. Heilung. Wahrscheinlich nichts weiter außer Heilung. Wahrscheinlich irgendwo Blauglanz versteckt auch noch. Zeigt die Karte irgendwas? Nein. Ich kann das Blau-Glas. Ich kann nicht mehr reden. Oh. Hier draußen könnte man glatt vergessen, wie sich Wärme anfühlt. Warum habe ich jetzt traurige Musik? Hallo? Irgendwas noch da? Ja, ich werde hier wahrscheinlich fertig looten. Und wir sehen uns dann wieder zurück bei der Missionsabgabe. Es ist vorbei. Es war nicht leicht, aber der Steinbrecher wird nie wieder jemanden verletzen. Die Mörderklaue, erlegt von einer Fremden. Dieser Vers deines Lieds wird weit reisen. Daran werde ich mich wohl nie gewöhnen. Die Menschen werden ihren Liedern sittengerecht. Du bist eine Ausnahme. Und du hast mir einen Wunsch erfüllt. Mein Feind ist gefallen, wie die vielen Jäger, die er tötete. Mein Freund, mein Häuptling, er wäre froh, dass andere nun sein Schicksal erspart bleibt. Nimm dies zum Dank. Du hast es dir mehr als verdient. Einige ungläubige Jäger sehen in dem blauen Licht nur ein Symbol. Etwas Poetisches, aber Unwirkliches. Was für Narren. Mal schauen, ob wir uns noch den Blauglanz, die letzte Blauglanzrüstung kaufen können. Es fehlt genau einer. Müp, müp. Langkehrer ist versorgt, wie gewünscht. Nein. Und wir halten Ausschau. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.